seid gegrüßt, meine lieben, tapferen Freunde da draußen. Draußen. Und herzlich willkommen zurück bei Subnautica. Da sind wir wieder. Und ihr hattet zwei Kommentare geschrieben und die waren sehr hilfreich. Und da war zum einen, dass wir die Modifizierungsstation brauchen, um hier unsere Basis, halt um die Tiefenmodul 3 herzustellen. Und ich gehe noch mal ganz kurz raus gleich. Und dass wir wahrscheinlich noch mal an die Oberfläche zurück müssen, um ein paar Sachen zu holen. Und zwar auch diese Tafeln, ne? Diese Tafeln, weil wir die auch irgendwie brauchen. Wir können aber mal gucken, weil ich kann ja, Moment mal, wo waren das? Ich kann doch auch irgendwo Tafeln herstellen. Ich kann die violette Tafel herstellen, dafür brauche ich aber einen Ionenwürfel. Okay, die kann ich also auch nicht herstellen ohne Ionenwürfel. Ich glaube, hier von hier unten haben wir alle schon mitgenommen und die sind alle oben in der alten Station. Und ich brauche einen Ionenwürfel, um die orange Tafel herzustellen und dann habe ich noch keine violette Tafel. Das heißt, wir müssen irgendwann wieder an die Oberfläche. Da könnten wir uns ja dann auch die Stalker-Szene holen, um hier irgendwie weiterzukommen. Ich muss mal gucken. Okay, könnten wir natürlich hier noch ein Modul dran bauen, ne? Das könnten wir zum einen machen. Aber wir brauchen ja sowieso die Stalker-Szene. Und dann können wir auch oben in der Modifizierungsstation, theoretisch, uns das Tiefmodul herstellen. Brauchen nämlich hier unten keine. Ist das richtig? Das ist korrekt, ne? Ich hole mal... Warte mal, habe ich die Batterie hier schon ausgetauscht beim Krebs? So, beim Prawn-Anzug. Ich hätte nämlich dann vielleicht folgenden Plan, also Vorrat ansehen. Jetzt haben wir alles schon reingebracht, okay. Batterie, Energiezelle, 96% und ich habe eine mit 40%. Ich habe also die alte sozusagen da. Dann müssten wir die mit 40% erstmal laden, um dann zurück an die Oberfläche zu kommen. So machen wir es, ne? Ich würde sagen, so machen wir es. Das ergibt einfach ein bisschen mehr Sinn. So, die hat 40%, ne? Genau, die laden wir jetzt erstmal. Ich gucke nochmal ganz kurz nach dem Sound, ob der jetzt wieder auf runtergegangen ist. Musik, Gesamtlautstärke, Sichtfeld. Ist es wieder auf 16%? Ich weiß nicht, warum das immer auf 16% runtergeht. Das soll ja schon ein bisschen lauter sein, ne? Das ist ein bisschen komisch. Aber wir haben ja Kryonit, ne? Wir müssten doch eigentlich jetzt Kryonit haben. Das haben wir doch geholt. Ja, klar, warte mal. Und zwar im Spind. Hier haben wir, gucken wir erstmal die Spinde durch. Hier haben wir das Uran. Hier haben wir Technik. Hier haben wir noch einen Spind. Da haben wir Magnetit und Nickelerz. Hier haben wir das Kryonit. Viermal. Das müssen wir natürlich mit nach oben nehmen. Ich weiß nicht, alle vier? Ich glaube ja, ne? Das wäre wahrscheinlich sinnvoll, das komplett mit nach oben zu nehmen. Hier haben wir noch Edelmetalle. Der ist auch noch richtig gutes Zeug. Mhm. So, denn dann können wir nämlich erst den... warte mal. Zeige ich euch. Quatsch. Hier den Atomreaktor herstellen. Wo ist er denn? Bioreaktor, Kernreaktor. Ja, erweiterten Kabelsatz, Plastahlbarren. Und da brauchen wir dann, um irgendwas herzustellen, brauchen wir auf jeden Fall Stalker-Zähne. Ach ja, ist emaillierte Glas, genau. Da brauchen wir Stalker-Zähne. Nee, Quatsch, nicht für die Dinger, sondern, das war nämlich was ganz anderes, das war nämlich hier. Die Energiezellen, ne? Hier, Kernbrennstab. Dafür brauchen wir kristallines Uranit. Das können wir natürlich jetzt mitnehmen. Blei und Glas. Okay. Titan haben wir noch ein bisschen was. Warum habe ich hier das ganze doofe Gold, Edelmetalle? Weil mir der Platz fehlt, ne? Da machen wir nochmal einen Spind. Warte mal. Ich mache mir nochmal ein bisschen was hier raus. Dann bauen wir noch einen Spind. So, den setzen wir dann hier noch hin. Edelmetalle. Machen wir auch Edelmetalle, ne? Ja. So. Edelmetall. Ja, jetzt haben wir zwei von der Sorte.
Hier haben wir ja auch Gold drin, ne? Dann nehmen wir das auch nochmal raus. So. Und packen das hier rein. Ist nicht so übersichtlich wie in der oberen Basis, das ist korrekt. Wenn wir eine Modifizierungsstation bauen würden, kann ich mal gucken, Modifizierungsstation, da brauchen wir einen Diamant, einen Computerchip. Den könnten wir eigentlich bauen, die könnten wir auch hier unten bauen. Aber ergibt das großen Sinn? Denn wir wollen ja eigentlich, wollen wir ja in die Oberfläche, ne? Warte mal. So. Dann können wir die drei noch, weil wir sind ja hier nicht ganz, warte mal, wir haben auch noch, Moment. Wir haben doch irgendwo auch noch, hier haben wir noch ganz viel Samen. Die können wir jetzt endlich mal einsetzen. So. Dann können wir nämlich hier die letzten Melonen auch noch wegnehmen. Das heißt, die können wir erstmal snacken hier. So, jetzt sind wir bei 100%. Mehr wird's nicht. Besser wird's nicht. Die wachsen natürlich hier nach wie Teufel. Quatsch. So. So. Und dann können wir hier die noch einsetzen. Und dann können wir die letzte auch noch wegnehmen. Theoretisch kriegen wir die noch rein, ja. So. Und dann haben wir die alle neu angepflanzt. So, da haben wir sogar noch zwei über, alles klar. Packe ich erstmal hier wieder rein. Das Uranit nehmen wir mal mit. Für die Kernbrennstäbe. Obwohl, das können wir auch hier unten lassen. Denn die Kernbrennstäbe bauen wir ja wahrscheinlich... Also wir nehmen ja nur die Stalker-Zähne mit. Na, wir nehmen ja nur die Stalker-Zähne mit. Was brauchen wir denn hier unten noch unbedingt? Ja, gute Frage, ne? Gute Frage. Theoretisch können wir jetzt los. Theoretisch können wir versuchen, jetzt an die Oberfläche zu kommen. Als nächsten Schritt. Das wäre echt sinnvoll. Und dann müssen wir uns überlegen, ob wir dann... Also ich würde dann versuchen, da irgendwie Wegpunkte zu setzen. Okay, wartet mal. Nebelfluss, da müssen wir hin. Ah, wir müssen die Batterie natürlich noch mitnehmen, ne? Wir müssen die Batterie noch mitnehmen. Okay, wartet mal. Nicht zu lange warten, weil sonst haben wir hier wieder Hunger und so. Das ist auch doof. Das lassen wir mal hier. Ihr könnt ja mal, wir werden es heute ja nur nach oben schaffen, wenn überhaupt. Wenn, dann werden wir es nur nach oben schaffen. Und dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ich alles mit runternehmen soll, was wir hier unten nicht kriegen. Das wäre noch ganz wichtig. Also hier zu einer Tischkorallen kriegen wir. Aber Schmierstoff zum Beispiel sollten wir mit runternehmen. Auf jeden Fall. Dann werde ich mir noch mal ein bisschen Essen machen. Oder nehmen wir die mal mit hier. Weil die gibt es ja nur hier unten. Die können wir uns in das Aquarium setzen. Das wäre ja auch ganz cool. Könnten wir die vielleicht auch züchten. Wirbelfisch und dieses andere Ding. Okay. Okay, okay. So machen wir es, ne? Das kann hier lustig wachsen. Die Batterie ist voll. Die nehmen wir natürlich auch mit. Und dann verlassen wir hier die Basis. Wir haben ja hier einen Wegpunkt gesetzt, ne? Wegpunkt ist da. Schädelbruchbasis und dann geht's nach oben ans Licht. Ich habe auch die echt ein bisschen jetzt keine Lust mehr auf dieses ganze Reparieren. Das machen wir natürlich noch. Das ist immer ganz wichtig. Wir sind echt gut durchgekommen letztes Mal. Wir müssen natürlich wieder vorbei an dem... Wir müssen dann wahrscheinlich wieder vorbei an dem Leviathan. Es wird also spannend wieder. Mal wieder. Und es tut mir leid, dass ich es immer so spannend mache, aber ich bin da echt ein Honky-Ponky, was das angeht. Was war denn das? Geht das jetzt schon los? Das Tödlichste für... Ach, hier, ne? Die sind auch nicht so nett. Die sind auch nicht so nett. Ich glaube, der wollte uns sogar angreifen. Hat er auch. Der hat in meine Station gebissen. Da würde ich natürlich vorher das Ding nochmal reparieren. Das könnt ihr aber glauben. Da würde ich aber vorher nochmal rausgehen und hier nochmal eine kleine Reparatur machen. Also wir brauchen die Tafeln, ne? Und vielleicht schaffen wir es ja, mit der Zyklopie runterzukommen. Da können wir uns nämlich alles, was wir brauchen, mitnehmen. Allerdings, es wird echt schwer. Das wird echt schwer, weil wir müssen zweimal an diesem Leviathan vorbei. Einmal gleich am Eingang. Und einmal dann direkt am Ausgang. Das wird unmöglich. Das kriegen wir nicht hin, Freunde. Okay, wir werden gleich da Richtung Nebelfluss uns bewegen. Also einmal im Eingang direkt und einmal dann in der Höhle selbst nochmal.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was wird. Okay, warte, lass uns mal hier ganz langsam, boah, hier nicht auf den Vulkan springen, es könnte ein bisschen warm werden. Ja, wir hatten einen riesen Aufwand betrieben, um hierher zu kommen. Jetzt gehen wir wieder raus. Was ist eigentlich das hier? Das sieht auch interessant aus, ne? Kommen wir da oben hin? Wenn nicht, haben wir jetzt ein Problem. Ja, hier können wir schon hingehen. Geht's doch irgendwie weiter. Oh. Oh. Bevor man in sowas reinspringt, sollte man erstmal gucken, wo man hinspringt, ne? Wahrscheinlich. Das sind nur Tunnel, also Schächte. Da springe ich natürlich nicht runter, oder? Ich weiß es nicht. Haben wir das Kryonit angepackt? Das sollten wir mitnehmen, ne? Das wäre ganz schlau gewesen. Ah, verdammt. Ja, sollten wir mitnehmen. Wir sollten das Kryonit mitnehmen. Ah, Mann. Und man bleibt ewig an diesen Dingern hier hängen. Ätzend. Warum habe ich nur noch 66% Energie? Hä? Moment mal. Ihr hattet geschrieben, dass sich da ab und zu mal irgendwelche Kreaturen an dem Krebs ansaugen. Ne. Warum habe ich jetzt nur noch 66% Energie, Freunde? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich war doch... Naja, sehen wir das mal als kleinen Test, an. Nicht mehr und nicht weniger. Pass auf, dann nehmen wir jetzt hier noch... Na, Titan brauchen wir jetzt nicht mitnehmen, das ist Quatsch. Okay. Das ist ja eigenartig, oder? Habt ihr das mitgekriegt, wo ich da die ganze Energie verloren habe? Ja. Okay, das war ein erster kleiner Versuch. Sagen, nehmen wir es mal so. Nehmen wir es mal Versuch. Okay. Müssen wir die Energiezelle nochmal... Ach, warte mal, da sind ja zwei drinnen, ne? Die hat nämlich nur noch 44 hier. Die tauschen wir jetzt mal gegen die 100%ige aus. Warte mal. Hier haben wir eine mit 100%. Ja? So, 100%. Und die hat nämlich hier A83. Okay, alles klar, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Wir haben die, wir brauchen zwei Energiezellen dafür. Das sind verschiedene. Ich dachte mal, das wäre die gleiche. Arg, das ist ja doof. Na gut. Dann laden wir die jetzt nochmal. Oh, Mann. So. Ja, also das war schon mal nicht schlecht. Das war schon mal super. Jetzt nehmen wir das Kryonit aber mit. Jetzt nehmen wir es aber mit. Da. Wir nehmen das komplette Kryonit mit. Ich habe kein gutes Gefühl dabei irgendwie. Weil ich glaube, es könnte auch passieren, dass wir uns dabei... Oh, guck mal, die sind jetzt schon wieder reif. Das ist ja ganz gut. Dann können wir ja nochmal hier komplett uns voll futtern. Und können hier nochmal 1, 2... Ah, die sind noch klein, ne? 3. Ja, damit kommen wir dann auf jeden Fall hin. Das ist ja blöd mit den Energiezellen. Das heißt, wir brauchen... Ja, okay, wir brauchen dann 200%. Ah. Schon wieder zu viel Melonen abgebaut. Verdammt. Zack. Ja gut, aller Anfang ist auch unschwer zu erkennen. wie sieht's denn aus? 62%. Da können wir noch mal kurz nach draußen gehen. Können wir mal gucken, was wir hier noch anbauen können an der Basis. Also, ich würde ja sagen, wir bauen hier noch mal eine Station daneben, ne? Hier so. Epiliergerät. Fundamente. Dass wir hier noch mal dann eine
einen Mehrzweckraum hinballern. Das geht so nicht. So geht es komischerweise auch nicht. Was sehr lustig ist. So würde es gehen, aber kriegen wir es nicht angeschlossen. Okay. Hier kriegen wir die auch, kriegen wir den auch überall nicht hin. Ist auch lustig, ne? Hier würden wir ihn hinkriegen, aber da steht dann natürlich so ein bisschen... Ja gut, hier könnten wir einen Mehrzweckraum hinkriegen. Würden wir denn hier auch noch eine Plattform hinkriegen? Ja. Also hier noch eine Plattform. Na, da können wir jetzt keine hinbauen, weil da unser Krebs steht. Aber normal kann man da wahrscheinlich eine hinbauen. Dann könnten wir hier Gänge zwischen machen. Das wäre ja schon ganz gut. Na, und dann könnten wir hier hinten vielleicht dann den Einstieg machen für den... Dass wir hier das Dock hinmachen, die Dockstation. Hier irgendwie. Ja, okay, das da, hier können wir die hinmachen. Können wir hier die Dockstation hinmachen? Oder halt hier? Ich glaube, hier wäre sogar noch besser. Also hier. Weil da haben wir dann den, hier haben wir das drunter. Also hier den Mehrzweckraum hin. Das könnten wir machen. Das könnten wir so machen. Die Andockstation, Entschuldigung, nicht den Mehrzweckraum. Den Mehrzweckraum hier vorne hin. Dann hätten wir dann eine ganz stimmige Basis. Und dann könnten wir in den zweiten Mehrzweckraum, nämlich dann auch 88%, könnten wir dann auch die den Reaktor reinmachen. Ne? Man müsste den Reaktor ja eigentlich weiter wegstellen, falls der mal explodieren sollte. So. Ah, nehmen wir noch... Ah, komm, so viel Futter haben wir nicht. So lange sind wir dann auch nicht unterwegs. So lange sind wir dann auch nicht unterwegs. So. 96%. Das soll reichen. Das soll reichen. Damit kommen wir auf jeden Fall nach oben. Und oben laden wir dann sowieso wieder. Dann sind wir jetzt irgendwas bei 80% rum. Oder 90 sogar. Guck mal, die hat 83. Die hat 100. Tauschen wir die jetzt nochmal aus. Das ist ja nicht so das Ding. So, und jetzt aber los. Jetzt haben wir 99%, Freunde. Okay, wir müssen in die Richtung. Lass uns mal los. Wir die Zeit ist eng. Unser Zeitplan ist eng. Jetzt aber... Kleiner Huster schneide ich hinterher raus. Jetzt wird's aber, müssen wir uns aber wieder voll konzentrieren, denn jetzt kommen wieder die großen Dinger und die sind nicht nett. Ich guck gleich nochmal ganz kurz, ob wir das Kryonit, ich bin da jetzt ein bisschen paranoid geworden, gerade durch diese Aktion. Kryonit haben wir dabei. Viermal. Okay, das soll reichen. Das soll reichen, um das Tiefenmodul zu machen. Erstmal für den Krebs. Da müssen wir gucken halt, ob wir dann tatsächlich... Wir gehen darüber. Wir nehmen jetzt nochmal ein bisschen einen anderen Weg. Aber bisher sind wir auch noch ganz gut unterwegs, ohne dass wir einen Geisterleviathan gesehen haben. Ich glaube, wir gehen wieder da hinten lang, wo wir eben schon waren. Ja, wir waren da eben schon. Und dass man an diesen Pflanzen hängen bleibt, damit komme ich immer noch nicht klar. Also das ist mir immer noch ein Schleierhaft. Wie so ein riesiger Mac hier an solchen... kleinen Uzi-Pflanzen hängen bleiben kann. Okay, da oben sind nur diese Geisterrochen. Die tun uns erstmal nichts. Wir sind hundertprozentig fit mit unserer, mit unserem Krebs. Wir müssen da hinten hin. Wir müssen zum Nebelfluss 1. Aber dafür müssen wir wahrscheinlich hier außen erstmal so lang, ne? Wir haben ja ganz guten Erfolg damit gehabt. Guck mal, da ist der Schädel, in dem wir uns versteckt haben. Das heißt, hier sind wir jetzt schon wieder im Gebiet des, ihr wisst es, unseres Freundes. Des Leviathans. Und da oben ist er auch schon. Da oben ist er schon, da trabt er sich schon rum. Nickelerz, hey. Okay, jetzt ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, hier rüber zu kommen. Mist.
Oder kommt da? Wir wollen ihn nur raus erstmal, oder? Er ist momentan nicht da. Er ist momentan nicht da. Ja, er ist nicht zu sehen. Wir haben uns ganz gut an ihm vorbei... Oh Mann. Ganz gut an ihm vorbeigeschlichen. Okay, jetzt versuchen wir mal... Das sieht ganz gut aus. Oh nein, Warper. Oh nein, noch ein Warper. Jetzt kommen die Brüder wieder, ne? Die waren ja das große Problem eigentlich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hau ab. Mistvieh. Oh, ja, klar. Logo, Logo, Logo. Hau ab. Na, jetzt machen sie uns wieder fertig. Wopa. Okay, das war gut, ne? Seid ihr stolz auf mich ein bisschen wenigstens? Bis hierher, ne? Oh nein. Da ist wieder einer. Na, habt ihr eine gesehen? Habt ihr eine gesehen? Da oben war er. Da oben war er. Wo komme ich jetzt hier raus? Da hinten ist ein Warper. Da oben müssen wir hoch, ne? Okay, jetzt wird es ein bisschen warm hier. Eieieiei, Freunde. Da müssen wir hin. Aber wo ist Nebelfluss 1? Okay, da war der Zugang. Ja, alles klar. Wir müssen erstmal weg. Nehmen wir mal den Warp-Antrieb hier. Wir sind auf 200 Metern. Wir müssen eigentlich raus sein aus der Gefahrenzone. Okay, es hat fast alles geklappt. Oh nee, ne? Wo sind wir denn jetzt? Ich
sehe nichts mehr. Unter mir ist nichts, sozusagen. Doch da. Da ist ein Schlot. Okay, wir müssen dahin, ne? Ich sehe absolut nichts. Sind wir wieder in der Höhle drin, ne? Hat so den Anschein, ne? Wir waren doch schon draußen. Hä? Ja. Ja, haut ab. Ich sehe absolut nichts. Entweder es ist dunkel. Entweder es ist dunkel. Oh nein, das ist ein Schießding. Wo bin ich denn jetzt hier bitte? Ja, haut doch mal ab. So, Rache ist blutige Wurst. Okay, ich würde sagen, wir springen jetzt einfach mal darüber. Das ist ein Wal. Wir setzen uns jetzt auf den Rücken des Wales. Okay, wir sind gar nicht mehr so weit entfernt von zu Hause. Und ich hoffe einfach, dass wir hier irgendwo... Och, du Schande. Oh. Okay, nichts wie weg. Wir haben noch 75% unserer... Ich glaube, ich repariere die erstmal. Ach, hau doch ab. Mistvieh. Mann, 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 Freunde. Das war eine Odyssee. Aber... Das Gute ist, wir sind fast wieder zu Hause. Wir sind in sicheren Gefilden. Es hat funktioniert. Ein Stalker. Der greift uns jetzt gleich ein und macht uns alles kaputt. Warum ist das hier so dunkel, sag mal? Ach, weil es draußen dunkel ist. Hätte ich jetzt den Tag abwarten sollen? Ah, oh, Leute, was für eine Nummer schon wieder. Eieieiei, unsere Basis. Na siehst, es geht doch. Oh. X. Sage ich nur. Was ist denn hier los? Warum ist ein Erdbeben angesagt? Ach, guck mal, unsere Basis. Ah, wir sind zu Hause, Freunde. Oh, Vorsicht. Nicht auf die Basis jumpen. Wir sind zu Hause. Das ist gut, oder? Da ist die Seemotte. Wir waren schon ganz gut runtergekommen, ne? Aber wir müssen nochmal hierher. Wir müssen die Tafeln haben. Ja, danke. Wir müssen ganz viele von diesen Tafeln mitnehmen. Oh, Gott sei Dank. Und wir müssen das Tiefmodul 3 herstellen. Und da habt ihr ja geschrieben, dass wir das an dem, hier, an der Modifizierungsstation. Tiefmodul 3. Dafür brauchen wir das Krebstiefenmodul 1. Guck mal, wir hätten das unten sowieso nicht herstellen können, weil wir dann hätten wir das alte ja rausnehmen müssen. Warte, nee, das ist Stufe 2. Stufe 2 haben wir ja. Ah, nee. Ah, wir brauchen ja erstmal Stufe 2. Genau, wir nehmen das 1er raus, dann brauchen wir 5 Titan, 2 Lithium und 3 Kryonit. Ui, enges Höschen, würde ich mal sagen. Ich dachte einmal Kryonit, aber wir brauchen 3, wir haben 4. Alter Schwede. Tiefenmodul, Stufe 1, nehmen wir raus. Unten hätten wir es unten rausgenommen und wären nicht in einem Dock gewesen. Ich weiß nicht, ob es dann die, den Krebs zerrissen hätte. Wahrscheinlich, ne? Alter Verwalter. Wir haben nicht eine hier von unseren Melonen gegessen. Die können wir jetzt mal wegsnacken. So. Hätten uns auch nicht so viel gebracht. Okay. Was brauchen wir noch? Was war das? Titan 3 und 2 Lithium. Ich weiß, bin überhaupt nicht mehr informiert über die Vorräte, die wir hier haben. Lithium. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen was. Ja, guck mal. 1, 2, 3 mal Lithium. Und Titan. Ja, gut, Titan. Ja, haben wir auch noch ein bisschen da. Aber dann können wir nächstes Mal noch Stalker-Zähne sammeln, sowieso. Und uns erstmal ein bisschen ausruhen. Weh. Der W-Schrank. Oh, weh, oh, weh.
So, Tiefenmodulstufe 2. Das brauchen wir auf jeden Fall, ne? Gibt es eigentlich eine Tiefenmodulstufe 3 für den Zyklop? Ich glaube nicht, ne? Für den Krebs? Guck mal, da haben wir mal Poster hängen vom Krebs. Hehehe. Hätte man ja drauf kommen können. Und wie tief kommen wir dann damit? Sehen wir gleich, ne? Ah, zack. Tiefenmodulstufe 2. Was haben die? Jetzt habe ich den Fisch gegessen. Ach Mann. Ich habe den Fisch gegessen. Ich habe den einfach so gegessen. Den anderen packen wir jetzt auch. Verdammt. Ich habe den aufgefuttert. Ich wollte ihn auch eigentlich ins Aquarium setzen. Mann. Oh, guck mal. Schön. Ach, hier ist so schön hell. Hier ist so schön hell. Hier ist gar nicht so doof. Wie anderswo. Aquarium benutzen. Den packen wir jetzt ja hier rein. Und wir haben schon Wirbelfische da drin, ne? Na, was? Okay, ich habe ihn auch aufgegessen. Ach Mann, wir haben da... Ich habe die beiden Fische aufgegessen. Es tut mir leid. Und guck mal, aber unsere Pflanzen sind schön gewachsen. Ach Mann, Leute. Ja, wir hier haben wir natürlich auch die Tafeln. Oben im Alienschrank übrigens. Hier haben wir auch die Tafeln. Oh, wie man gleich wieder eine ganz andere Laune kriegt, wenn man hier oben ist. Als da unten, das ist echt bedrückend. Aber wir müssen da nochmal runter. Guck mal, wir haben hier violette Tafeln. Wir haben hier Ionenwürfel. Nicht, dass ich den jetzt auch noch esse. Wir haben nur keine... Diese anderen Tafeln, die haben wir noch nicht. Die müssen wir noch herstellen. Und wir haben hier vor allen Dingen Stalker-Zähne. Gucken wir jetzt noch und dann ist auch Feierabend für heute. Ja, war echt die wachsen dicke. Aqua X oder wo war das? Da hatten wir... Ja, genau hier. Stalker-Zähne. Da brauchen wir noch mehr, damit wir noch mehr herstellen können hier von den Kernbrennstäben. Da machen wir eine riesige Atomexplosion. Oh, Wasser. Alles haben wir hier. Wir haben alles hier. Oh, ich bin wieder zu Hause. Ich bin wieder zu Hause und ihr wart dabei. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal, euer Opa Zeron.